15 Jahre, 15 Orte. H1 Fernsehen aus Hannover feiert in diesem Jahr 15. Geburtstag. Dazu laden wir Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns einen Kurztrip zu 15 interessanten Orten in Hannover zu machen. Dieses Mal mit einem Besuch im Erlebniszoo. Sarah Kempen berichtet. 15 Jahre, 15 Orte. Unter diesem Motto laden wir Sie zu spannenden TV-Drehs an interessanten Orten ein. Klicken Sie jetzt auf h-1.tv/15-Jahre oder rufen Sie an Hannover 36 70 10. 1. Diesmal ging es mit unserer Jubiläumsaktion in den Zoo Hannover. Aufgeregt erwarteten die Teilnehmer den Start der Tour. Als dann endlich alle da waren, konnte es auch schon losgehen. Ein spannender Tag im Zoo sollte folgen. Angeführt vom Scout ging es erstmal zu den Giraffen. Sofort fühlte man sich wie in Afrika. Ja, der Zoo Hannover ist ein Zoo, der vor allen Dingen mit Thematisierungen arbeitet und den Menschen in andere Welten entführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wenn man sich in Afrika befindet, dass man wirklich das Gefühl hat, als würde man die Giraffe in der Savanne beobachten. Nächster Stopp war Yukon Bay, und zwar hinter den Kulissen. Hier erfuhren die Teilnehmer, wie die Pumpen und Wasserreinigungen funktionieren. Ausführlich wurden die Abläufe erklärt und gezeigt. Danach wurde noch die Futterkrippe begutachtet. Hier wurde der Speiseplan für einige der zahlreichen Tiere erklärt. Der Zoo ist natürlich immer einen Besuch wert. Es gibt über 3000 Tiere hier, 150 Arten. Und unser Scout sagte uns, das sei verhältnismäßig für die Fläche des Zoos wirklich sehr viel. Und die Ameisen werden nicht gezählt, wer hätte es gedacht. Dann kam das Highlight der Tour, die Eisbären im Yukon Bay. Begeistert schauten die Teilnehmer den drei Bären beim Schwimmen und Spielen zu. Scout Alina antwortete auf Fragen. Die Teilnehmer waren über die vielen Informationen begeistert. Ja, sie kennen die Unterschiede zwischen Eisbärengehege und Wolfsgehege hinsichtlich der Gefahr einfach. Und sie kennen die Abkürzung im Zoo, was soll man sagen, war toll. Noch weitere Tiere gab es zu sehen, bevor jeder sich auf eigene Entdeckungstour begab. Mitgenommen hat jedoch jeder etwas. Die Eisbären haben wir gesehen. Dann die Pinguine sind leider nicht da. Aber die Erdmännchen waren das Highlight bis jetzt. Also die Führung hat mir wirklich Spaß gemacht. Alle, die dabei waren, haben wirklich sehr viel Enthusiasmus gezeigt, haben viele Fragen gestellt. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass die Teilnehmer wirklich was für sich mitgenommen haben. Der Ausflug in den Zoo Hannover hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nach dem anstrengenden Tag brauchten die Besucher erstmal eine Pause.